Ich habe euch erwartet. Sucht euer Schicksal. Nehmt den Fisch aus Harvest Fischfass und steckt ihn auf den Speer über dem Häuf. Oh, cool! Damit habe ich dann auch meine. Die Prüfungen sind bestanden, doch euer Gegner verbleibt. Seine korrupten Anhänger versperren die Hallen der Rechtschaffenen. Was will er mir sagen? Um den Kopf abzuschlagen, müsst ihr den Körper schwächen. Doch zuerst muss Sturmheims Retter jemand sehr Wichtigem helfen. Die Frage ist nur wem. Lecker essen. Sturmwind, hey! Sprech mit Gen Graumähne der Graumwacht. Der komische redende Wirk hat mir gesagt, dass ich euch hier treffen könnte. Ich habe Befehl von Graumähne. Anscheinend hat der Hinweis auf den Aufenthaltsraum von Sylvanas. Er hat ein Lager am Fuße des Berges aufgeschlagen, allerdings hat er Problem gegenüber. Offensichtlich rückt die Horde auf unsere Position vor. Wir können eure Hilfe brauchen. Ihr könnt ruhig meinen Greifen nehmen. Sagt mir einfach. Ach, cool. Ja. Endlich seid ihr hier. Findet wird mir im Lager der Teufelskorn. Folgt eurer Bestimmung. Okay, erstmal andere Probleme. Zack. Packen wir das erstmal zur Seite. Lern das Rezept. Damit hätte ich 6 Rezepte der Legion gelernt. Das könnte ich dann später mal abgeben. Perfekt. Wenn wir uns nach Sturmwind mal wieder zurückbegeben. Und wir gehen erstmal zur Grauen Wacht. Und machen das mit Pforte der Tapferkeit. Das kann noch eine Weile warten. Ich vermute mal, das wird jetzt die Quest sein, die uns dann rät, halt dementsprechend in die Dungeon reinzugehen. Aber wir haben... Stimmt, wir haben noch nicht das Aegis eigentlich. Stimmt, ein bisschen fehlt noch was. Reden wir mit Gen Graumähne, aber eigentlich möchte ich zum Zitrinenbruch. Das ist egal, was jetzt kommt. Verbannt die Seuchenvorräte der Verlassenen in der Nähe der Grauen Wacht. Gilneas wird überleben. Und sammelt die Aufklärungsbefehle der Verlassenen von dem Pörschern und Seuchenbringern des Schreckensreiter in der Nähe der Grauen Wacht ein. Okay, hier haben wir noch mehr. Wo ist denn das denn bitte? Weiter oben wahrscheinlich, oder? Da oben ist was. Aber ich komme da nicht hin. Ich sehe doch keinen Haken, um mich da hoch zu. Ach, da. So funktioniert das doch. Dafür muss ich komplett nach oben. Aber wie gesagt, das kann jetzt erstmal warten. Das werde ich später machen. Ich möchte jetzt wirklich zu dieser Zitrinenbucht gehen und herausfinden, was da passiert ist. Tötet Apotheker Fluchherd beim Schreckensreiter-Durchbruch. Okay. Das, was wir dafür kriegen, ist gut. Sehr gut sogar. Ihr werdet genauso leiden wie wir. Okay. Bist du dir ganz, ganz sicher? Ich würde erstmal zur Hölle fahren, wenn ich du wäre. Das haben wir verbrannt. Jetzt gehen wir zu... Was ist das denn? Ich will eigentlich hier einen dramatischen Abgang machen und ihr lasst mich nicht. Ich will einen MacGyver-Abgang machen. So, jetzt mache ich einen MacGyver-Abgang. MacGyver unterwegs. So, zur Zitrinenbucht. Da werde ich gerufen, da ist mein Schicksal. Was ist hier passiert? Ich möchte es wissen. Sie ist Zitrinenbucht. Da, Flottenadmiral Töfs. Ja? Jetzt stoßt mal nicht so ins Horn. Da vorne sind Piraten und das sind keine Seebären, von denen ihr euch beißen lassen wollt. Immer schön, hätte gehörende Rode klingen. Kein Zweifel. Hinweise suchen. Es ist kein Zufall, dass wir hier in der Zitrinenbucht einen Mord aufklären wollen und dabei über die elenden Piraten des Roten Säbers stolpern. Eindeutig kein Zufall. Bei meinen Wanden, aber wir brauchen Beweise, Arioche. Ihr sucht nach Spuren und ich schnappe mir ein paar Landratten, die ich Kiel holen kann. Aha, Arioche, wir zwei schaffen das schon. Mast und Schottbucht. Findet den Beweis, dass der mit einem Roten Säber unter der Decke steckt. Kommt mal wieder längs. Was ist das? Es gibt nur wenige Piraten, die euch so schnell auf den Meeresgrund schicken wie die roten Säbel. Ein echter Haufen Haudegen. Aber vom Rum verstehen sie was. Ich will ehrlich sein, nur wenig Rum hat so viel Bums wie der von den roten Säbel. Da ihr schon allen Hinweise auf die Kopf stellt, bringt doch gleich auch ein paar Fläschchen mit. Besorgt mir so viele Flaschen, wie ihr könnt und ich gebe euch eine fette Belohnung bei meiner Piratenjoche. Jo, ihr holt der gewürzte Rum.
Und ich such uns ein paar Strolche. Okay. Gut, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen Beweise finden für den Tod. Hier, die Befehle des SL7. SI7. Verdammt, warum ich immer 11 sage, das ist auch schon so eine Frage der Fragen. Aber sie haben eine coole Waffe. Erinnert mich an die vom WOD. Hey, Die kleine Drecksau schießt mich einfach mit der Kanone ab. Ich bin außer Reichweite. Naja, es war zu erwarten, dass wir so schnell nicht an die Befehle rankommen werden. Das wird ein bisschen länger dauern. Okay, mit einem Seil können wir auch auf die Schiffe rauf. Ich sehe auch eine Quest. Alter, wir haben so viele Quests vor uns. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Puh, und wir wollen das Gebiet heute noch fertig kriegen. Das wird ein angenehmer... Ach, da haben wir es. Meister Matthias Shaw, autorisiere hier mit den roten Säbel mit der Suche nach der abtrünnigen Agentin Amber Kiernan. Bringt mir ihren Kopf und der rote Säbel erhält vollen Zugang zur Bucht von Sturmwind und eine königliche Begnadigung für alle begangenen Verbrechen. Das kann nicht sein fucking Ernst gewesen sein. Da, also stimmt das also. Matthias Schorsch treibt irgendwelche komischen Spielchen mit uns. Und ich will nicht wissen, welche Spielchen. Der Typ hat einfach... Aber eine Abtrünnige. Er hat sich als abtrünnig bezeichnet. Ich weiß nicht, wer jetzt welche Partei hier die Wahrheit sagt und wer hier lügt. Das ist so die Frage. Weil in dem Fall... Wir wissen es einfach nicht. Wer sagt denn hier die Wahrheit? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Wer lügt? Er sagt, sie wäre eine Verräterin, also eine Abtrünnige. Eine Abtrünnige heißt ja, irgendwas ist passiert. Oh. War vielleicht nicht eine Glanzleistung von mir mal wieder. Ja, okay, jetzt wo sie schon komplett tot ist, können wir auch ihr den Rest geben. Eigentlich brauche ich hier nur die Relikte und dann verschwinde ich auch wieder von hier. Es sei denn, ich finde hier sogar ein paar Schätze, das wäre mal was. Aber leider finde ich hier nichts. Den Plan habe ich ja schon. Aber wirklich, wirklich sehr interessant. Sehr, sehr spannend. Also ich weiß jetzt nicht, was hier abgeht. Also, ich habe gedacht, also ich wusste, irgendwas stimmt nicht mit Matthias. Aber wuff. Jetzt wissen wir, er hat den Tod wirklich freigegeben von ihr. Aber die Frage, die man sich nur noch beantworten müsste, ist warum? Wieso? Wieso hat er das getan? Hat sie? Ich glaube nicht, dass sie irgendwie eine Verbrecherin war. Es sei denn, also sie war es doch. Oh, hätte ich bloß dieses komische Viech, was auf dem Wasser laufen kann, das würde so viel Dinge einfacher machen. Nee, es nimmt wirklich questtechnisch und storytechnisch nimmt das wirklich hier wirklich krassen Fahrt auf. Da kann man sagen, was man will. So, das ist schon 1A geschrieben. Es ist schwierig zu erklären. Es schafft es so ein, die Story zu erzählen, dass man irgendwie erfahren will, was mehr erfahren möchte, was jetzt wirklich los ist. Weil wir wissen es, wie gesagt, nicht. Wir wissen nicht, was passiert. Sie wurde getötet, aber warum? Wir sind sozusagen der Detektiv, der das aufklären soll. Ist im Wasser noch mehr? Tief im Wasser? Ist das Viech sogar bis ganz so tief? Warte mal. Tauchen wir mal komplett ab, oder ist das... Ja, nein, es ist hier nur so am... komplett so am Meeresdings. Aber die haben einen weiten Pool. Sollten wir aufpassen. Gehe ich mal wieder hier zu Fuß. Gucken wir mal außenrum, ob da noch was ist. Irgendwo wird da noch mehr sein. Da sehe ich einen und da sehe ich einen. Zwei Stück, das reicht. Da müssen wir hinschwimmen, aber mal sehen. Ich hab wirklich so meine Vermutung, dass Matthias vielleicht so ein Verräter ist, eine gemeinsame Sache macht oder vielleicht, dass Amber Kieran doch am Ende irgendwie Dreck am Stecken hat und deswegen ausgeschaltet werden musste. Was von diesen Theorien war, das werden wir, glaube ich, spätestens erfahren, wenn wir hier die Quests abgeben. Fuck. Ich muss näher ran. Das Viech lässt mich einfach nicht in Ruhe. So, genug Zeit mir verschafft, hier wegzuschwimmen von dem Ding.
Nur auch nicht, das Ding. Din 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 din. Der Killer-Hai kommt. Din 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 din. Ja, hier kommt das Ding nicht. Er ist schon fast hinter meinen Arsch. Hier, zweite Runde. Weg hier. Am besten sofort schnell weg hier. Gut, sprechen wir mit unserem Kumpel und finden heraus, was hier nicht stimmt. Naja, hier stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Gefangener Pirat? Ah, sehr gut. Sehr gut. Das ist mein Feind, dass ihr da seid. Habt ihr ein paar Beweise? Aha, was haben wir denn da? Ein Brief vom Meister Matthias Schau persönlich und dann noch an den roten Säbel. Ich wusste es, doch diese Befehle stinken noch mehr zu mir als Fassköder. Alles klar? SI-7 seid mit der roten Klinge? Das klingt gar nicht gut. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Fördmaterial, der entkorkt eine Flasche und nimmt einen tiefen Zug. Ah, das gibt Haare auf der Brust, Arioche. Gut gemacht. Kommt mal wieder längs. Wie was auch immer Amber Kieran gewusst hat, Matthias Shaw wollte nicht, dass jemand davon erfährt. So weit sind wir auch schon. Wirklich so ein dreckiges Geschäft, den roten Säbel so einen Preis anzuheuern. Bloß um ihn aus der eigenen Mannschaft zu töten. Ihr macht euch besser auf dem Weg zurück zur Halle der Schatten und erzählt Lord Rabenheul, was hier in der Zitrinbucht rausgefunden haben. Was auch immer der SI-7 plant, dahinter steckt mehr, als wir vermutet haben. Rekrutiert eine Banditmann, die euren Champion... Okay. Ruhm der Orden, Artefakt macht... Alles klar? Die sind nicht die Gewässer von der Rode Kling. Wer schickt euch? Ich verrate euch nichts. Ei, dat Code waren wie nicht so lichtjes knacken, sag ich mal. Dat ist dat Werk eines echten Meisters. Ja, nu, wo ihr dat sagt, ihr kommt mir bekannt vor. Tethys, von de Blutseil bukanieren. Oh, ihr Götter, nein, ich habe von euch gehört. Bitte tötet mich nicht. Ich frag euch nicht noch einmal. Wer schickt euch? Es war der SE7. Sie haben uns Sturmwind-Schätze angeboten, wenn wir ihnen Amber Kieran ausliefern. Wir hätten was wir von hier brauchen. Geh zurück nach Dalaran. Ich komm später nach. Ich glaube, ich habe mich gerade nass gemacht. Bitte tötet mich nicht. Ja, komm, lass ihn an deinem Leben kommen. Was gibt's Neues? Er hat uns gegeben, was wir brauchen, aber sehr viel. Also, wir wissen auf jeden Fall, der SE7 ist in dieser Sache verwickelt. Und Matthias wollte sie kaltstellen, bevor sie uns irgendwelche Informationen verrät, die ihn vielleicht sogar belasten könnte. Hey, Sir Finley Mrugtun, Forscherliga. Ah. Du kleiner Drecksack. Schon wieder Quests, meine Fresse, ich weiß nicht mehr wohin mit dem Zeug. Pff. Verdammt viel. Verdammt viel. Okay, das war jetzt gerade nicht so die Gentleman-like Art, aber ich will mich hier eigentlich nur umsehen. Ist hier noch was zu holen? Ja, irgendwas steht hier noch. Hier. Zum Glück macht uns das der Typ ein bisschen einfacher. Ah, oh, fuck, fast. Fast, aber nur fast. Wir müssen die Schätze sammeln und Bruchzeits Rubinamulett für ihn holen. Fuck, und diesmal kann ich mich da nicht mehr aus der Sache rauswimmeln. Leider müsst ihr jetzt draufgehen, Kollegen und Kolleginnen. Da werde ich auch alle meine ganze Macht gegen euch einsetzen. Aber interessant, wirklich. Oh Mann, das ist schon ziemlich gut gemacht. Also man möchte wirklich jetzt weiterspielen und herausfinden, was es ist. Wir werden auf jeden Fall nach Dalaran zurückkehren, früher oder später. Und jetzt, da wir sowieso nach Dalaran zurückkehren müssen, werden wir das Gebiet komplett durchmachen. Captain, was?